Eine Zahnkrone ist eine K¼-ästliche Kappe, die auf einen beschadigten oder geschwatzten Zahn gesetzt wird, um die ¼-ärische Form, Funktion und Ästhetik des Zahnes wiederherzustellen. Der Erhalt einer Zahnkrone erfolgt in der Regel in mehreren Schritten, die wir in diesem Video genauer betrachten werden. 1. Diagnose und Planung. Der erste Schritt beim Erhalt einer Zahnkrone ist die Diagnose und Planung. Ihr Zahnarzt wird den Zustand Ihres Zahnes untersuchen und entscheiden, ob eine Zahnkrone erforderlich ist. Anhand von Röntgenaufnahmen und anderen diagnostischen Tests wird der Zahnarzt den genauen Zustand des Zahnes beurteilen und feststellen, ob eine Zahnkrone die beste Behandlungsoption ist. 2. Vorbereitung des Zahnes. Wenn der Zahnarzt feststellt, dass eine Zahnkrone erforderlich ist, wird der betroffene Zahn K¼ die Krone vorbereitet. Dabei wird eine K¼-Schicht des Zahnschmelzes abgetragen, um Platz K¼ die Krone zu schaffen. In einigen Fällen kann es notwendig sein, den Zahn zu beschleifen, um die ideale Passform der Krone zu gewährleisten. 3. Abdrucknahme. Nachdem der Zahn vorbereitet ist, wird ein Abdruck des Zahnes genommen, um die Zahnkrone individuell anzufertigen. Dieser Abdruck dient als Vorlage K¼ die Herstellung der Krone, die in einem zahntechnischen Labor hergestellt wird. Der Zahnarzt wird dabei die Farbe, Form und Gehalt der Krone mit Ihnen abstimmen, um sicherzustellen, dass sie perfekt zu Ihrem K¼ Gebiss passt. 4. Temporäre Krone. Während die K¼-ältige Zahnkrone angefertigt wird, wird Ihnen eine temporäre Krone eingesetzt, um den beschadigten Zahn zu K¼ und die Ästhetik zu erhalten. Die temporäre Krone wird mit einem speziellen Klebstoff befestigt und bietet Schutz vor weiteren Schäden, bis die K¼-ältige Krone eingesetzt werden kann. 5. Anpassung der Krone. Sobald die K¼-ältige Zahnkrone fertiggestellt ist, wird sie auf Ihren Zahn angepasst und eingepasst. Der Zahnarzt wird die Passform, Farbe und Ästhetik der Krone K¼ feen und sicherstellen, dass sie perfekt zu Ihrem K¼ Gebiss passt. Dazu kann es erforderlich sein, die Krone anzupassen oder neu zu formen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. 6. Befestigung der Krone. Nachdem die Zahnkrone perfekt angepasst ist, wird sie mit einem speziellen Klebstoff auf den Zahn gesetzt. Der Klebstoff härtet schnell aus und sorgt dafür K¼, dass die Krone sicher und fest auf dem Zahn sitzt. Nach dem Einsetzen der Krone wird Ihr Zahnarzt noch einmal die Passform K¼ feen und sicherstellen, dass alles perfekt sitzt. 7. Pflege und Wartung. Nachdem Ihre Zahnkrone eingesetzt ist, ist es wichtig, sie richtig zu pflegen und zu warten, um ihre Haltbarkeit und Ästhetik zu erhalten. Regelmäßiges Zähneputzen, Zahnseide verwenden und regelmäßige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt sind entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihre Zahnkrone lange hält und gut aussieht. Insgesamt ist der Erhalt einer Zahnkrone ein relativ einfacher und schmerzloser Prozess, der in der Regel in wenigen Schritten abgeschlossen werden kann. Mit der richtigen Diagnose, Planung und Anpassung kann Ihre Zahnkrone viele Jahre lang halten und Ihr Lächeln verbessern. Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Zahnkronen haben, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, der Ihnen gerne weiterhilft.